Nein, nein, nein und nochmals nein. Alles cool, Schatz. Es reicht schon, wenn du einmal nein. Nein, nein, nein. Oh, ist ja gut, wir haben es schon verstanden. Du willst also nicht mit deinem Bodyguard zusammen sein. Hallo. Niemals. Ich brauche einen richtigen Freund. Und du, Papa, wirst mir einen besorgen. Was? Aber, Schatz, ich... Und das war mein letztes Wort. Autsch. Oh, welcher Mensch dachte, das Glas wird eine gute Idee sind? Siehst du, von wegen, sie ist intelligenter als ich. Ja, das ist der reinste Skandal. Wir brauchen dringend irgendjemanden, der doof genug ist, um mit ihr zusammen sein zu wollen. Aber, Sir, es gibt doch absolut niemanden, der dümmer ist als ich. Vielleicht finden wir ja irgendeinen in ihrer Schule oder so, oder... was ist mit dir passiert? Na, mir ist aufgefallen, dass ich leider keine Saltos machen kann. Aber ich habe dir trotzdem zugehört. Wir gehen zum Dönerladen und suchen nach einem Pinguin. Und jetzt geht's ab in die Schule zusammen. Bleib stehen! Bleib stehen! Hey, hallo, bleib stehen! Ich weiß nicht, wie man das Ding anhält! Wollten die mich jetzt gerade bedrohen oder sowas? Ich habe mich jetzt nicht sonderlich bedroht gefühlt, aber... Hey, Leute, was macht ihr denn da? Hattet ihr einen Unfall oder so? Sieht es so aus, als hätten ihr einen Unfall gehabt? Also... Ja. Hatten wir, glaube ich, auch. Aber danke, dass du mir das nochmal bestätigt hast. Otto, komm raus aus dem Ding! Was? Wolltet ihr eigentlich von mir... Warum habt ihr mir denn gesagt, dass ich stehen bleiben soll? Oh, nun ja. Du siehst aus wie ein geeigneter Kandidat für unseren Plan. Ein geeigneter Kandidat für euren Plan? Mich zu überfahren oder was genau? Nein, keine Sorge, wir wollten dich nicht überfahren. Aber das, was wir dir anbieten werden, ist fast genauso schlimm, wie überfahren zu werden. Du musst mit meiner Tochter zusammen sein. Das hört sich doch gar nicht so schlimm an, wenn ich ehrlich bin. Oh, du machst das kostenlos? Ich wollte dir eigentlich $1 Million dafür geben. Aber wenn du sie nicht haben willst, dann ist das kein Problem. Moment, was du? $1 Million? Wow! Ich höre auf jeden Fall sehr gespannt zu. Aber können wir das irgendwo bereden, wo wir nicht so auffällig sind? Auffällig? Warum genau denn auffällig? Naja, vielleicht, weil ihr mit einem goldenen Panzer gegen ein Krankenhaus gefahren sind. Und das könnte die Presse interessieren. Die Presse? Presse, 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 Presse. Nein, nein, nicht diese Presse. Diese Presse. Oh ja, das wird richtig die Einschaltquoten in den Himmel befördern. Der reiche Milliardär von Brookhaven greift ein unschuldiges Krankenhaus mit dem Panzer an. Du könntest recht haben. Lass uns das irgendwo besprechen, wo es sicherer ist. Ja, ist ja gut. Wartet erst noch auf mich. Oh Mann, erstmal wollen die mich bedrohen und dann wollen sie mir Geld anbieten und jetzt muss ich mit ihnen schon wegrennen. Oh Mann, ey. Also nochmal von vorne. Was genau möchtest du mir anbieten, dass ich irgendwie mit deiner Tochter zusammenkomme und das für $1 Million? Ganz recht, Sir. Ich gebe dir $1 Million, wenn du mit meiner Tochter zusammenkommst. Allerdings darf sie das unter gar keinen Umständen erfahren. Oh, das ist aber schon ein bisschen gemein. Ich weiß nicht, ob ich sowas tun sollte. Und was passiert, wenn ich das ablehne? Nun ja, wenn du das ablehnst. Otto! Jawohl, Boss! Erwartest du jetzt irgendwas von mir? Soll ich irgendwas tun? Worum geht's denn? Ach, Otto, wir haben das doch schon 30 Mal besprochen. Wenn ich schreie, Otto, in genau diesem Tonfall, bedeutet das Angriff. Oh, ich habe verstanden. Nein, 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 Hilfe, 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 oh mein Gott. Nein, stopp, Otto, nicht diese Art von Angriff. Ach so, jetzt habe ich's auch verstanden. Okay, ich habe schon verstanden. Also, wenn ich Nein sage, wirst du einfach nur Otto schreien und dann passiert das. Alles klar. Ich werde mir das gut überlegen. Oh Mann, ey. Perfekt. Ich wusste doch, dass du zur Vernunft kommst, Cedric. Otto? Jawohl, Sir. Nein, Otto, du sollst ihm das Geld geben. Oh Mann, einmal mit Profis. Ach so, kein Problem. Oh Mann, ey, das ist so viel Geld. Was soll ich denn nur mit so viel Geld machen? Oh Mann. Na schön, ich gehe da mal wieder hier weg, weil ich denke mal, dass es keine so gute Idee ist, bei irgendeinem komischen Otto zu bleiben. Hat da jemand meinen Namen gerufen? Nein, Otto, nein. Oh Mann, woher soll ich denn eigentlich wissen, wer dieses Mädchen ist, mit dem ich zusammenkommen soll? Wow, ist... Oh, da ist irgendein Bild drin. Oh mein Gott, die kenne ich doch. Das ist eine Mitschülerin aus meiner Schule. Oh Mann, also... Na schön, wir probieren das morgen. Hoffentlich funktioniert das Ganze und hoffentlich wird Otto nicht wieder durchdrehen. Oh Mann, ey. Schatz, es wird dich mit Sicherheit freuen, wenn ich dir sage, dass sich all deine Probleme bald in Luft auflösen werden. Wow, wirklich? Das hört sich ja richtig toll an. Wovon redest du? Ach Schatz, du hast mir doch heute Morgen gesagt, was deine Probleme sind und dass du einen Freund haben möchtest. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du auf jeden Fall... Hat jemand voll gesagt? Oh, das hatte ich damit jetzt eigentlich nicht gemeint, aber gut. Ich hoffe nicht, dass du schon wieder versuchst, mich mit diesem blöden Typen zu verkuppeln. Hallo! Oh. Nein, nein, Schatz. Ich weiß doch, dass der Typ total dumm ist, aber ich habe eine viel bessere Lösung dafür. Eine kuriose Schlagzeile. Die Limousine des... Die Limousine des Milliardärs von Brookhaven hat mich überrollt. Oh. Wahrlich eine erschütternde Schlagzeile. Was war das denn? Oh, keine Sorge. Das war sicher nur ein komischer Vogel. Genau das muss sie sein, glaube ich. Die da hinten in der Limousine, sie hat
sagt, hey, was geht? Ich, yo, was gehst? Was gehst? Was gehst du mir nicht aus dem Weg? Hau ab! Oh nein, das wird dem Milliardär gar nicht gefallen. Nein, 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 stopp, stopp, alles ist gut. Ich hab das völlig unter Kontrolle. Sie liebt mich. Ich wusste das schon die ganze Zeit. Glaube ich zumindest. Hey, du, es tut mir leid, dass ich dich so mega unfreundlich... Oh, hallo, du bist es schon wieder. Oh Mann, ey, das ist Cedric. Der ist so doof, dass sich die Biegen balken. Also erstmal, es heißt die Balken biegen. Und zweitens, du bist doch auch nicht sonderlich intelligent. Wie bitte? Wenn ich nicht intelligent wäre, könnte ich doch keinen Backflip. Aua. Oh Mann, die Leute in der Schule sind wirklich ganz schön nervig. Was du nicht sagst. Und deswegen musst du natürlich lieber mit jemandem wie mir rumhängen. Denn ich werde dich beschützen vor all den komischen Leuten, die... Ich kann mich selbst beschützen. Oh nein, das kannst du nicht. Ich... Hi! Okay, vielleicht kannst du das ja doch... Was machst du denn hier? Oh nein, das wird dem Milliardär ganz sicher nicht gefallen. Nein, 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 ich krieg das schon hin. Mach dir absolut keine Sorgen. Nicht, dass Otto noch irgendwas Dummes macht. Oh Gott, oh Gott. Hey, wer bist du eigentlich? Ich bin Otto. Und wer bist du? Otto, was ist das denn für ein Name? Kannst du wenigstens einen Backflip? Ja, klar kann ich einen Backflip. Wuhu! Aua. Was für ein Otto. Oh Mann, ich muss sie unbedingt finden. Wo könnte sie denn nur sein? Ich weiß zwar absolut nicht mal wie... Ah, da ist sie ja. Hallo, ich... Was willst du hier? Also, hör mal zu. Es gibt ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ich mit dir besprechen wollte. Ich liebe dich. Wow, wirklich? Ja, ich konnte es dir die ganze Zeit nicht sagen. Aber jetzt habe ich all meinen Mut zusammengefasst und es dir verraten. Ernsthaft? Ganz genau. Oh, ausgezeichnet. Das wird dem Milliardär ganz sicher gefallen. Das muss ich ihm unbedingt sofort berichten. Also frage ich dich das nur einmal. Wollen wir zusammen sein? Nein. Was? Nein? Aber wieso denn nicht? Ich habe mir nur einen kleinen Spaß erlaubt. Oh Mann, ey. Warum tust du das Ganze eigentlich? Man könnte ja fast meinen, mein Vater hätte dir irgendwie $1 Million gegeben dafür, dass du mit mir zusammen sein willst und... Was? Nein, Quatsch. Das würde dein Vater doch niemals zu... Moment mal, das ist tatsächlich passiert, nicht wahr? Mein Vater hat mir vor kurzem gesagt, er hätte all meine Probleme gelöst. Und das hat er wahrscheinlich damit gemacht, indem er dich dafür bezahlt hat, dass du mit mir zusammen sein willst. Ich hasse diesen Typen. Ja, weißt du, es stimmt schon. Du hast da ein bisschen recht zumindest. Okay, du hast komplett recht. Hör mal, es ist nun mal so, dein Vater bedroht mich. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr genau, was ich tun soll. Können wir zumindest nicht einfach nur tun, als ob wir zusammen wären? Einfach damit irgendwie uns beiden nichts passiert. Wir hassen ihn beide. Vielleicht könnten wir gemeinsam etwas gegen ihn tun. Du hast was gegen ihn. Ich habe was gegen ihn. Thaddäus hat was gegen ihn. Thaddäus? Oh ja, ich hasse ihn ganz besonders, diesen blöden Typen. Von wem reden die überhaupt? Und was sagen Sie dazu, dass ich heute Morgen von Ihrer Limousine überfahren wurde? Das sind alles Gerüchte. Das war... Otto! Otto? Ja, genau, das war er. Otto! Was um alles in der... Ach, das wird doch sicher ein Kinderspiel mit denen, die... Ich bekomme dich noch! Wuhu! Die sind doch alle irre! Was um alles in der Welt war das denn gerade? Ach, das war Otto. Und mein Vater wollte, dass ich diesen Typen heirate. Oh Mann, na schön, dann lass uns auf jeden Fall mal reingehen. Die Familie ist sicher sehr, sehr cool. Hallo. Oh, hallo Schatz und hallo Cedric. Ich meine, wer ist denn dieser Typ? Das, Papa, ist Cedric, mein neuer Freund. Genau, und das hier ist deine Tochter und sie ist meine neue Freundin. Oh, wow, das ist ja großartig. Ach, das ist ja schön. Dann hast du jetzt endlich mal jemanden gefunden, mit dem du zusammen sein kannst. Das finde ich ausgezeichnet. Oh ja, das finde ich auch super toll. Oh Mann, oh Mann. Gott sei Dank hat das einfach so funktioniert und es hat mich nicht $1 Million gekostet. Was? 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 Otto! Oh ja, das ist ein ziemlich, ziemlich cooles und teures Haus, wie ich sehe. Und ja, genau. Ist auf jeden Fall ziemlich schön. Ganz recht. Und das ist mein Bodyguard Otto. Er ist allerdings gerade ein bisschen damit beschäftigt, einen Pressemitglied fertig zu machen. Ja, das sehe ich. Gut, auf jeden Fall. Es ist mir wirklich eine Ehre, mit deiner Tochter zusammen zu sein. Ja, ja, klar. Kann ich vielleicht ganz kurz mal mit dir unter 5 Augen sprechen? Nein, Papa, dein Hühnerauge ist kein drittes Auge. Oh, das ist ja schade. Naja, folge mir. Autsch.
Autsch, 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 autsch. Okay, gut, ich komme ja schon mit. Oh Mann, ey, was ist denn jetzt hier los? Toll hast du das gemacht, Cedric. Ausgezeichnet. Sie scheint überhaupt keinen Verdacht zu schöpfen. Natürlich schöpft sie keinen Verdacht. Ich habe sie ja auch verraten. Was? Was? Naja, wie dem auch sei. Du hast deine Aufgabe wirklich großartig gemacht. Jetzt musst du das nur dein ganzes Leben lang so weitermachen und dann ist das alles in Ordnung. Mein ganzes Leben? Das glaube ich wohl kaum. Oh doch, du weißt, was sonst passiert. Es ist mir völlig egal, was passiert. Und abgesehen davon wirst du mich auf gar keinen Fall aufhalten können. Oh, du willst also frech werden? Nun denn. Otto! Otto? Otto? Haha, das war ja wirklich ein Klacks. Oh Mann, jetzt kann ich keine Backflips mehr machen. Skandalös. Die junge Milliardärstochter prügelt einen minder bemittelten Bodyguard namens Otto. Hören Sie mal, ich wollte... Diese Familie ist irre! Ich werde deine Millionen behalten, weil die habe ich mir redlich verdient. Und deine Tochter wird irgendjemanden finden, der zu ihr passt. Mit Sicherheit nicht ich. Gut, wir sehen uns dann irgendwann anders wieder. Bis dann und ciao. Oh Mann, ey. Weißt du, was sollen wir jetzt eigentlich tun? Ich glaube, Cedric, ich weiß ganz genau, was ich jetzt tun werde. Oh ja, das weiß ich auch. Ich werde jetzt erstmal Backflips machen. Ich wurde lebendig begraben. Doch wie ist das eigentlich passiert? Heute bestatten wir einen jungen Mann, der viel zu früh gegangen ist. Sag mal, wo ist der denn überhaupt? Den habe ich noch im Wagen liegen lassen. Soll ich ihn holen? Ja, das sollst du. Er hat es verdient. Alles klar, Mann. Er war noch so jung. Warum bin ich eigentlich hier? Ich habe nicht mal eine Ahnung, wer das ist. Oh, es kann leider sein, dass wir ihn auf der Fahrt verloren haben. Was? Was? Ist mir eigentlich völlig egal. Ah, nee, da ist er ja. Nun denn, hier ist er. Vielen Dank, junger Mann. Und nun, lassen Sie uns die Bestattung beginnen. Hey, Moment mal. Was ist das denn? Das war's nun mit ihm. Wir werden dich vermissen, Sadie. Wuhu, was ein schöner Tag im Sarg. Was zum Kuckuck ist hier los? Warte mal ganz kurz, wo bin ich hier? Hallo, hört mich jemand? Hat da irgendjemand gesprochen? Das ist ganz bestimmt das Flüstern seiner jungen Seele. Oh Mann, ey, Hilfe. Wie ist das nur passiert? Warte mal, ich muss mich konzentrieren. Was ist nochmal passiert? Oh, ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen ist. Lag vielleicht daran, dass es gestern war. Alles begann, als mich meine Eltern abholten und sie irgendwie sonderbar waren. Und abgesehen davon war alles so komisch schwarz-weiß. Obwohl, nö, das ist nur ein Videoeffekt. Schon viel besser. Naja, auf jeden Fall wusste ich nicht genau, was ich dazu sagen soll. Meine Eltern waren irgendwie komisch und anders. Hey, Cedric, heute einen schönen Schultag gehabt? Ja, ein super Schultag. Seit wann holt ihr mich eigentlich von der Schule ab? Seitdem uns aufgefallen ist, dass wir ein Auto besitzen. Krass, Mann, wusste ich gar nicht. Mama hat es irgendwo im Backofen gefunden. Wahnsinn. Um ehrlich zu sein, sieht die irgendwie komisch aus. Und abgesehen davon ist das gar nicht unser Auto. Wir haben doch ein anderes. Aber egal, gut, ich fahr mal trotzdem mit, ne? Ab nach Hause, dann los geht's. Das ist irgendwie seltsam. Naja, ist eigentlich auch egal. Oh, heute war ein richtig anstrengender Tag in der Schule. Aber wenigstens geht's jetzt wieder nach Hause. Ich weiß zwar nicht genau, was mit den beiden heute los ist, aber irgendwie haben die auch manchmal ihre komischen Phasen. Und ich will ihnen das ja nicht absprechen. Also, Mama und Papa, ich... Was genau machen die denn da draußen? Was tun die da? Meinst du, er hat irgendwas gemerkt? Nö, sicher nicht. Ich meine, wir sehen ganz genauso aus wie seine Eltern. Wie genau sahen seine Eltern denn nochmal aus? Hast du das Foto noch? Sieht doch super aus. Also, ich sehe das Problem nicht. Ich sehe das Problem direkt vor mir. Hey, beiden, kommt ihr jetzt langsam auch mal rein? Ich meine, Leute, da draußen gibt's nichts außer Straße. Ach so, ja, natürlich, Schatz. Wir kommen sofort. Oh, Mann, ey. Ja, macht mal. Ganz schön komisch, diese Leute da. Ganz schön komisch. Egal, ich werde es jetzt einfach mal ignorieren. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal ganz entspannt ins Bett. Oh, nee, das ist das Schlafzimmer meiner Eltern. Hier ist mein Schlafzimmer und da chill ich, glaube ich, einfach mal eine ganz entspannte Runde. Oh, Mann, ey. Moment mal ganz kurz. Ich werde schnell die Basis anrufen, damit sie auch Bescheid wissen. Hallo? Ja, hallo. Wow, das ist ganz schön gruselig, Mann. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht auf der Basis-Mailbox. Ja, was ist denn los? Ah, hallo, Boss. Kannst du diese komische Mailbox-Ansprache mal rausmachen? Die ist echt ganz schön gruselig. Wir wollten nur Bescheid geben, dass alles im Lot liegt. Der Plan funktioniert. Wir werden die letzten Tests durchführen und dann können wir voranschreiten zum Finale. Mein Gott, deine Vorfreude gefällt mir. Sehr gut. Ich warte auf gute Ergebnisse. Boss over and out. Wow, habe ich gut geschlafen, Mann. Heute geht's richtig ab. Hey, was macht ihr beide denn bitte hier auf meinem Bett? Oh, du bist wach. Das ist gut, Cedric.
das ist gut. Cedric ist um exakt 9.16 Uhr aufgestanden. Was? Sag mal, Mama, was ist denn heute mit Papa los? Was ist mit euch beiden los? Ach, Cedric, wir sind nur sehr interessiert, was du so tust. Oh, übrigens, apropos interessiert. Wir wollen doch wissen, ob du gesund bist und es dir gut geht. Und deswegen haben wir heute einen Arzttermin ausgemacht. Und zwar bei Dr. Huckereidiger. Ah, Hilfe, Doktor. Was? Ach, du brauchst keine Angst vor Dr. Huckereidiger haben, Cedric. Also, wenn er sich wirklich so vorstellt, dann habe ich wirklich Angst vor ihm. Aber gut, dann lass uns auf jeden Fall mal gehen zu dem Doktor. Oh, Cedric. Wovon genau redest du? Etwa von dem Besuch bei Dr. Huckereidiger? Ja, genau bei dem. Und hör bitte auf, so rumzuschreien. Oh Mann, ey. Alles klar, zu Dr. Dingsbumster. Ja, okay, ich schau da mal da vorbei. Alles klar, Cedric. Und vergesst nicht, keine Angst haben vor Dr. Nein, bitte, ganz ruhig, ja? Mein Trommelfell ist sowieso schon geplatzt. Oh Mann. Okay, dann gehen wir mal zu diesem komischen Arzt. Was zum Teufel? Dr. Und Dr. Fortnite? Was zum Kuckuck bist du denn? Du wolltest sicher nicht fragen, was ich bin, sondern wer ich bin. Und ich bin Dr. Ja, okay, gut. Alles klar, was genau bist du eigentlich für ein Arzt? Oh, ich bin überhaupt kein Arzt. Ich bin eigentlich Metzger. Aber ich beschäftige mich gerne hobbymäßig mit der Schamanenmedizin. Ich habe zwar keine Ahnung, was das bedeutet, aber okay. Na, dann leg dich mal auf die Pritsche. Was? Wow, wie bin ich denn hierher gekommen? Was ist das denn? Das, Cedric, ist Schamanenmagie. Habe ich an der Uni von Pony Doktor gelernt? Oder es war eine Psychiatrie? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aha, was du nicht sagst. Ja, okay, also ich finde das ganz schön spannend. Hey, alles klar, Mann. Bin ich gesund? Oh, du wolltest wissen, ob du gesund bist? Ich wollte nur wissen, ob man dich essen kann. Ich meine, ja, natürlich. Dafür muss ich ganz kurz den Gesundheitstanz machen. Und was bedeutet das jetzt? Ja, du bist gesund. Viel Spaß noch. Schönen Tag. Okay, alles klar. Ich bin nur mal richtig schnell weg. Oh Gott. Alter, was? Mama, Papa, lass uns bitte so schnell wie möglich hier weg. Fahren wir. Oder ich fahr selber. Oh Mann. Ich muss dringend weg von diesem Doktor. Was? Von welchem Doktor? Meinst du etwa Doktor? Ja, genau, den meine ich. Sofort nach Hause. Sofort. Also dann, ich muss mal den Boss anrufen. Ja, was gibt's denn, Doktor? Guten Tag, hier spricht Doktor. Ja, ich weiß, ich habe dich schon an den Namen auf dem Display erkannt. Worum geht's denn? Nun, die Tests waren sehr erfolgreich. Laut der Schamanamalogie ist Cedric der 100%ige Kandidat für die finale Prüfung. Okay, das ist gut zu wissen. Ach, und Doktor, es muss schnell gehen, uns läuft die Zeit davon. Nein und nochmals nein. 5-mal nein, wenn ihr wollt. 10-mal nein, wenn ihr wollt. Aber Cedric, komm schon. 20.000-mal nein. Nie wieder gehe ich zu Dr. oder wie auch immer der heißt. Oh Mann, ey, ihr seid alle komplett irre. Ich weiß nicht, was mit euch passiert ist, aber trotzdem habe ich echt Angst vor euch. Oh Mann, ey. Oh Gott, ich weiß echt nicht, was mit meinen Eltern los ist oder zu was für einem komischen Doktor sie mich da schicken, aber irgendwie gefällt mir das Ganze hier wirklich nicht. Nun gut, so wie ich das sehe, sind die Testergebnisse positiv, richtig? Ja, die Testergebnisse sind äußerst vielversprechend. Das heißt, eigentlich fehlt gar nicht mehr so viel. Lass es uns heute Abend tun. Alles klar, ich bin bereit. Und wie sieht es eigentlich aus mit Dr. Jetzt habe ich auch schon Albträume von diesem komischen Namen. Oh Gott, ich muss hier dringend weg. Sag mal, warum schreien wir seinen Namen eigentlich immer so laut? Keine Ahnung. Naja, egal. Aber wie sieht es denn jetzt eigentlich mit ihm aus? Ich bin hier, meine Jünger. Und ja, ich bin bereit. Ich kann irgendwie echt nicht schlafen. Ich muss die ganze Zeit an Dr. Nein, Cedric, so heiße ich nicht. Ich heiße Dr. Nein, Sprich es bloß nicht aus. Und abgesehen davon, was machst du eigentlich in meinem Schlafzimmer? Ich bin nur hier, um das Ritual durchzuführen. Also, es tut mir wirklich leid, aber ich glaube, wir können nichts für ihn tun. Was? Tod tut wie Brot, meinst du? Nein, nicht tot wie Brot. Brot kann nicht tot sein, denn Brot hat nie gelebt. Ach, so ein Käse, der ist überhaupt nicht tot. Der sieht nur so aus wie ein bisschen Schamanenmagie. Bitte was? Schatz! Psst.
Oh ja, Entschuldigung, das war natürlich nur absoluter Schwachsinn. Wie traurig. Ich kann Ihren Verlust verstehen. Es muss wirklich sehr schmerzhaft für Sie sein. Und nö, eigentlich nicht. Wir haben ihn gerade mal so einen Tag gekannt. Was? Schatz! Ach so, ja, wir sind seine Eltern. Natürlich sind wir sehr, sehr traurig darüber. Nun gut, da ich nun leider nichts mehr für ihn tun kann, muss er nun begraben werden. Das Ganze wird noch heute Abend stattfinden. Oh ja, Mann. Jetzt erinnere ich mich. Das alles ist passiert, genau. Und, aber was soll ich denn jetzt hier tun? Wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Beziehungsweise, was war überhaupt der Sinn der ganzen Sache? Also dann, das hier müsste genau das richtige Grab sein. Nur wo ist Dr.? Ich bin hier, Boss. Ausgezeichnete Arbeit, Herr Doktor. Ganz genau, er ist da drin und ihm geht's gut, wie verlangt. Bitte was? Ja, mir geht's wirklich gut, Mann. Ich würde hier gern raus und das wäre schön. Warte kurz, wir holen dich gleich raus. Nun, ich danke dir für deine Hilfe, Doktor. Es ist das Letzte, was ich tun kann, um mein Leben zu retten. Der Fluch des Steins lastet immer noch auf mir. Also der Plan war doch die ganze Zeit, Cedrics Lebensessenz in deinen Körper zu führen, damit du weiterleben kannst, richtig? Ganz genau. Fangen wir an. Bitte was? Was habt ihr mit mir vor? Macht bloß keinen Müll, ja? Sonst komme ich hoch. Ich komme so hoch. Nun denn, dann starten wir mal das Ritual. Einen Moment ganz kurz, Boss. Was? Was ist denn das Problem? Ja, Mann, was ist denn das Problem? Das Problem ist, dass mir Cedrics Leben deutlich lieber ist als deins. Was soll das denn heißen? Du bist nur schwach, wenn du nicht in der Nähe des Steins bist. Und genau so habe ich es geschafft, dich herauszulocken. Was? Nein, nein! Und wie sieht es aus? Ja, also, es ist leider ungefähr genauso, wie wir es befürchtet hatten. Kann man da irgendwas machen, Doktor? Nun ja, es gibt eine sehr unkonventionelle Lösung. Es ist doch ein bisschen kompliziert, aber... Ich habe da noch so eine Mülltüte. Ausgezeichnet, das sollte klappen. Und zack! Oh Gott, ich habe einen Albtraum gehabt. Leute, ich habe geträumt, dass ich einen Sack auf dem Kopf habe. Oh mein Gott! Warte mal ganz kurz. Okay, gut, schon viel besser. Oh Mann, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, wo die Tür eigentlich ist und alles andere. Puh, ich weiß echt nicht, warum mir meine Eltern immer noch nicht sagen, warum ich eigentlich dieses blöde Ding auf dem Gesicht haben muss. Hey Leute, was macht ihr denn so? Oh, Cedric, schön dich zu sehen. Besser gesagt, dich nicht zu sehen. Woher soll ich denn bitte wissen, ob ich schön bin oder nicht, wenn ich mich selber noch nie gesehen habe? Oh, das ist völlig unwichtig. Was viel wichtiger ist, ist, dass heute dein erster Schultag ist. Mein erster Schultag? Wow, stimmt. Da war ich noch nie. Oh Mann, da freue ich mich richtig krass drauf. Aber muss es denn wirklich sein mit der Tüte auf dem Kopf? Ja, klar ist das notwendig, Cedric. Einerseits, weil sie wahrscheinlich schon angewachsen ist und andererseits... Weil niemand dein Gesicht sehen darf, hast du mich verstanden? Ja, Mama, ich hab's verstanden. Natürlich, niemand darf mein Gesicht sehen. Nicht mal du, nicht mal ich. Nee? Ja, Mann! Okay, alles klar. Bist du jetzt fertig? Ja, das war's eigentlich. Du kannst gerne Rosalinda fragen, ob sie dich zur Schule fährt. Alles klar, gut. Dann, Rosalinda, willst du mich bitte zur Schule fahren? Oh ja, natürlich. Ich bin schon lange nicht mehr auf mein gutes altes Moped gestiegen. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht mehr sicher, ob das Ding überhaupt noch einen weiteren Meter schafft, aber das kriegen wir schon hin. Weißt du, wenn ich es mir so recht überlege, wie wäre es, wenn ich vielleicht doch lieber laufe? Nein, 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 jetzt habe ich richtig Lust darauf bekommen, mit dem Ding eine Runde zu drehen. Mit dem Ding eine Runde zu drehen? Aber Rosalinda, das Ding hat nur einen Reifen. Ich glaube, wir kommen nicht so ein bisschen... Bist du dir sicher, dass ich nicht doch lieber laufen soll? Nein, nein, das funktioniert alles ausgezeichnet. Rosalinda, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass... Rosalinda, das war wirklich mit Abstand die schlimmste Fahrt auf einem einrädigen Motorrad. Oh Mann, ey. Tja, das war dann wohl die letzte Fahrt. Sowas Blödes aber auch. Aber das habe ich im Handumdrehen repariert und dann können wir ganz schnell weiterfahren zur Schule. Nein, 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 nein. Lieber nicht. Ich laufe lieber. Das ist doch gar nicht mal so weit. Oh Gott, ey. Rosalinda ist manchmal wirklich ein bisschen schwierig, aber sie ist eigentlich ganz nett. Naja, egal. Puh, das hier ist also die Schule in Brookhaven. Wow, das ist ganz schön krass. Da sitzen ja auch schon die Schüler. Hey, Leute, was geht ab? Oh, Mann, in der Klasse sind wirklich nur richtige Freaks unterwegs. Alter, was ist das denn für eine komische Tüte auf deinem Kopf? Tüte auf meinem Kopf? Ach ja, stimmt. Meine Eltern haben immer gesagt, ich soll mich niemandem zeigen. Und zwar absolut wirklich niemanden. Wahrscheinlich, weil du so richtig hässlich bist, dass sich selbst deine eigenen Eltern für dich schämen. Hey, das stimmt doch überhaupt nicht. Ich bin super hübsch. Glaube ich zumindest.
Ach, weißt du was? Mach dir keine Sorgen um ihn. Er ist wirklich ein bisschen blöd. Nimm das, was er sagt, nicht persönlich. Ach, was? Quatsch. Ich fühle mich überhaupt nicht beleidigt von jemandem, der... Und stinken tust du wahrscheinlich auch unter der Maske. Hey, stopp hier. Ganz ruhig. Wir wollen keine aggressiven Schüler in dieser Schule haben. Ach, tut mir leid. Er hat mich provoziert. Provoziert? Wie denn? Und abgesehen davon, nimm bitte diese Tüte vom Kopf. Das gehört sich hier nicht. Was? Die Tüte vom Kopf nehmen? Aber ich darf das auf gar keinen Fall. Meine Eltern haben gesagt, dass das... Was? Welche Eltern wollen denn bitte sowas? Meine Eltern, ich weiß auch nicht genau warum. Nun gut, wir nehmen auch so ein. Solche schwachsinnigen Regeln befolgen wir hier in der Schule nicht. Also nimmst du nun die Tüte ab oder soll ich dir... Oh, warte mal ganz kurz. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Meine Eltern haben gesagt, das darf auf gar keinen Fall passieren. Niemand befiehlt meinem Sohn, die Maske abzunehmen. Absolut nie! Mann! Okay, das habe ich verstanden. Sie braucht nicht so zu schreien, alles ist gut. Sehr schön. Cedric, das hast du gut gemacht. Der Tütenabnehmen-Vorbereitungskurs hat sich wohl doch ausgezahlt gemacht. Ja, genau, Mama. Aber abgesehen davon, was machst du eigentlich hier? Ich dachte, ich bin alleine hier in der Schule. Oh, ich bin ja auch gar nicht hier. Ich bin nur hier, um dich zu beschützen. Und natürlich nicht, um ein schreckliches Geheimnis zu bewahren. Was? Geheimnis zu bewahren? Oh, hey, Cedric, ich wollte dich fragen... Du hast die Lehrerin umgehauen? Was? Nein, das war meine Mutter. Also, das macht's nicht besser, oder? Das war ein Unfall. Sie ist von der Treppe gestolpert und... Ach, echt nicht? Schade. Ich hätte ihr so gerne mal den ein oder anderen Karate-Trick von mir gezeigt. Hiya! Ja, natürlich. Ich war das. Ich hab sie richtig brutal mit meinem Kopf eine Kopfnuss gegeben. Wow, du bist ja wirklich super cool. Hast du eventuell Lust, dich nachher mit ihr zu treffen? Meinst du? Natürlich, gerne. Warum denn auch nicht? Ich meine, der Unterricht ist für heute sowieso erstmal ausgefallen und deswegen... Haha, der ist bestimmt voll hässlich. Hey, das stimmt überhaupt nicht. Und nur Feiglinge verstecken sich in einem Busch. Haha, das ist ein waschechter Bonsai-Baum aus Ägypten. Ach so, na gut, dann vergiss, was ich gesagt habe. Egal, gut, ja klar, wir treffen uns dann im Restaurant. Aber sicher doch. Also dann einen doppelten Cheeseburger, bitte. Cheeseburger? Wir sind ein Café und kein McDonald's. Oh, na gut, dann vergiss, was ich gesagt habe. Oh Mann, ey, dann hätte ich gerne... Was trinkt man denn hier im Café? Warst du etwa noch nie in einem Café? Also wenn ich ganz ehrlich bin, nein, war ich tatsächlich noch nicht. Oh, da du neu im Café bist, soll ich dir vielleicht eine Geschichte erzählen? Eine Geschichte? Ja, klar, gerne, warum nicht? Nun, vor ungefähr 15 Jahren wurde das Kind einer reichen Familie gestohlen. Was? 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 Avocado? Ganz genau, Avocado. Was? 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 Nun, mittlerweile ist es so lange her, dass das Kind mittlerweile für tot gehalten wird. Und seitdem gibt es die Saga der kinderraubenden Kinder. Räuber. Mann, in der Haut von dem würde ich echt nicht gerne stecken. Oh Mann, das war wirklich ein richtig tolles Essen. Danke dir. Essen? Aber wir haben überhaupt nichts gegessen, Cedric. Wir haben nur was getrunken. Oh, echt jetzt? Naja, da hinten liegt ein bisschen Senf. Ach, egal. Gut, ich würde dann sagen, ich muss so langsam auch mal wieder nach Hause. Meine Eltern werden mich sicher schon vermissen und deswegen... Warte mal, Cedric, ganz kurz. Du wirst mich doch nicht gehen lassen, ohne dass ich wenigstens nicht ein einziges Mal dein Gesicht gesehen habe. Mein Gesicht gesehen? Das... Ja, gut. Also, Ich weiß nicht, ich... Ach komm schon, Cedric, so schlimm kannst du doch wirklich nicht aussehen. Ich will es sehen, komm bitte. Tu es nicht. 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 Na gut, wenn es unbedingt sein muss, dann werde ich jetzt einfach mal zum ersten Mal mein eigenes Gesicht sehen. Wow! Oh Mann, wie genau sehe ich denn aus? Findest du das etwa witzig? Naja, so ein bisschen witzig finde ich schon. Autsch! Du weißt doch, was alles auf dem Spiel steht. Dass er sich gezeigt hat, könnte alles ruinieren. Ach, die Geschichte ist doch schon so lange her, als ob irgendjemand ihn erkennen würde. Ich erkenne dich! Oh, verdammt. Wow, ich sehe ja komplett normal aus. Ich habe irgendwie jetzt Schlimmeres erwartet, wenn ich ehrlich bin. Hey, das ist doch echt cool. Ist doch super hübsch. Warum hast du dich denn die ganze Zeit versteckt? Ich weiß es nicht. Aus irgendeinem Grund wollten meine Eltern nie, dass ich mich zeige. Du hast gerade gesagt, du kennst mich. Was meinst du denn damit? Du bist es. Ich erkenne dein Gesicht ganz genau. An dem Tag, an dem es passiert ist. Es war eines Abends um 5 Uhr morgens. Hey, Moment mal. Das macht überhaupt keinen Sinn. Erzähl ich hier die Geschichte oder du? Ich habe gerade die Bar abgewischt, so wie ich es jeden Abends morgens tue. Das macht immer noch überhaupt keinen... Sei ruhig. Meine zwei Stammgäste waren mal wieder zu Besuch. Die reiche Familie von früher.
Und ausnahmsweise an genau diesem verhängnisvollen Tag hatten sie ihr Baby dabei. Doch dann geschah das Unvermeidbare. Was denn? Es ist Tag geworden. Puh, ich dachte schon. Aber dann geschah das Schreckliche. Ein seltsamer Besuch erwartete uns. Ich war ein bisschen misstrauisch, weil sie ihr Gesicht verdeckt hat. Aber sonst habe ich überhaupt keinen Verdacht geschöpft. Das Einzige, was sie sagte, war... Spaghetti mit Klöße sind mein Leibgericht, ihr Fischköpfe! Obwohl, Moment, nein, das sagte sie nicht. Sie sagte... Gebt mir sofort das Baby. Und natürlich blieb uns absolut nichts anderes übrig, außer weiter die Bar abzuwischen. Ach ja, und das Baby auszuhändigen. Und dieses Baby, das warst du. Was? Ich? Nein, nicht du, er! Du meinst mich? Ich soll dieses Kind sein, was früher entführt wurde? Aber das würden meine Eltern noch niemals tun. Ich glaube, wir müssen eingreifen, sonst werden sie doch die Polizei alarmieren. Schatz, wir müssen... Schatz, alles gut? Ey, sag mal, siehst du auch die ganzen Sterne da oben? Wow, wie schön. Ach, ich sollte beim nächsten Mal nicht so fest zuhauen. Abgesehen davon ist es absolut unmöglich. Meine Mutter ist die netteste Person, die es auf der Welt gibt. Mama, was machst du hier? Tut mir leid, dass es so weit kommen musste, Cedric. Aber du lässt es sich leider nicht mehr vermeiden. Ach du Heilige, es ist die Entführerin. Was? Was zum... Ah! Nein, Mama, was hast du getan? Cedric, Hilfe, du kannst es doch nicht zulassen. Was sollen wir denn jetzt mit ihr machen? Ich weiß es nicht, aber sicher können wir uns bei einer einzigen Sache sein. Und zwar, dass ihr beide absolut einander Waffen habt. Ja, das auch, aber es ging eigentlich nur darum, dass sie nicht reden darf. Ihr seid wahnsinnig. Ihr habt mir mein ganzes Leben lang einen Sack auf den Kopf getan, nur aus dem Grund... Schatz? Ja, ich mach's ja schon. Und abgesehen davon... Deswegen könnt ihr nicht einfach... Hey, was soll das denn bitte, Leute? Das hilft euch jetzt auch nichts mehr. Oh Mann, ey. Ihr hättet mir das schon so früh erklären können, dann hätten wir diese ganzen Probleme nicht gehabt. Und abgesehen davon könnt ihr sie nicht einfach da einsperren. Sie ist meine Freundin. Ich bin seine Freundin? Normale Freundin meinte ich natürlich. Oh, schade. Deine Freundin, Cedric, du hast keine Freunde. Du hast absolut niemanden außer uns. Und das wird auch immer so bleiben. Cedric, denk an den Karate-Trick, den ich dir gezeigt habe. Ach komm schon, Cedric, du hattest dein ganzes Leben lang eine Tüte auf dem Kopf und jetzt meinst du, dass du irgendwelche Karate... Das ist die japanische Tanzschelle. Hiya! Bada boom! Oh yeah, das war mal mega cool. Wow, Cedric. Das war zwar nicht das, was ich dir beigebracht habe, aber es war trotzdem ganz cool. Oh. Wow, Schatz, siehst du jetzt die ganzen Sterne? Ja, ich sehe sie auch. Cedric, wir müssen... Auf. Wie oft muss ich es dir denn sagen? Die Tür ist ein bisschen weiter links. Aber natürlich, Herr Bürgermeister, das wusste ich sofort. Ich habe eine neue Idee für eine Umfrage. Eine neue Umfrage? Was denn für eine Umfrage? Ich würde gerne herausfinden, wie beliebt du eigentlich als Bürgermeister in Brookhaven bist. Und dafür müssen wir eine Umfrage machen. Oh, das finde ich ist eine großartige Idee. Hier hast du einen Notizblock und jetzt kannst du alle 5000 Einwohner von Brookhaven befragen. Ja, so geht das natürlich auch. Aber ich hatte was anderes vor. Auf diese Art und Weise muss jeder Bürger von Brookhaven zu uns kommen und seine Stimme abgeben. Das ist doch absolut genial, nicht wahr? Oh ja, das gefällt mir. Jetzt müssen wir einfach nur noch die ganzen Zettel auswerten. Okay, auf was für ein Ergebnis kommen wir denn da? Also, es sieht wirklich sehr gut aus. 4.997 Stimmen sind der Meinung, dass du deinen Job richtig gut machst. Nice. Oh, das habe ich doch wieder toll gemacht. Seht ihr, da sieht man mal wieder, dass ich ein guter Bürgermeister... Und 3 Stimmen meinen, dass du echt schlecht bist. Was? Drei Stimmen? Das kann absolut... Das muss ein Zählfehler sein. Nochmal wiederholen. Aber Herr Bürgermeister, ich sagte wiederholen. Okay, und wie sieht's aus? Es sind wieder 4.997 Stimmen für dich. Ah, siehst du, ich wusste doch, dass irgendwas falsch ist. Und immer noch 3 Stimmen gegen dich. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Jeder muss mich lieben. Ich bin der beste Bürgermeister von ganz Brookhaven. Wo sind diese 3 Leute? Ich muss sie unbedingt finden. Nun ja, Bürgermeister, das Wichtigste an einer anonymen Wahl ist, dass sie anonym ist. Okay, wenn das so ist, dann hebe ich ab sofort das Gesetz auf. Du darfst mir jetzt jeden anonymen Wähler verraten. Oh, okay, wenn das so ist, habe ich trotzdem keine Ahnung, weil ich weiß es ja auch nicht. Ach, so ein Mist. Was? Leute? Was macht ihr denn heute hier in meinem Rathaus? Oh, Bürgermeister Cedric. Da haben wir ja den schlechtesten Bürgermeister von ganz Brookhaven. Den schlechtesten Bürgermeister von ganz Brookhaven? Hä? Ich hab doch überhaupt nicht geschossen. Aber du hast mit Worten geschossen. Warum mögt ihr mich denn nicht? Wir alle haben eine ganz persönliche Geschichte, warum wir dich hassen, Cedric. Was? Aber was kann ich denn Schlimmes gemacht haben? Oh, du hast es schon vergessen? Na gut, dann werde ich dich gerne daran erinnern. Na. Ein paar Einkäufe machen, ein paar Doritos und Pizza, richtig gut. Noch mehr Doritos. Oh, und ein Dosenöffner. Nein, einen Dosenöffner brauche ich gerade nicht. Na gut. Dosenöffner? Hat er mich gerade etwa als Dosenöffner beleidigt?
Jungs, ist alles okay mit ihm? Sissi, wir müssen nur ganz kurz warten und sein Gehirn neu starten. Jetzt ist alles wieder gut. Danke. Also du hast mich wirklich nur, weil ich dich versehentlich einen Dosenöffner genannt? Dosenöffner! Ruhe hier, Ruhe! Puh, das waren schon zwei Kurzschlüsse heute. Okay, gut. Und was hast du gegen mich? Oh, du hast es schon wieder vergessen. Keine Sorge, ich weiß noch ganz genau. Hm, das ist die beste Pizza in ganz Brookhaven, die ich jemals gegessen habe. Super nice. Dankeschön auf jeden Fall. Na gut, dann gehe ich jetzt mal und guck mal, was ich noch so alles Gutes tun kann. Deine Trinkgeld? Dachtest du wirklich, dass du mich einfach so mit einem Lob abspeisen kannst? Nein, nein. Ein richtiges Lob ist immer Geld wert. Möglichst viel und möglichst wenig. Was? Nein. Trinkgeld? Das kann ich dir doch gerne nachzahlen, wenn du möchtest. Na, so funktioniert das nicht. Okay, gut. Und was ist mit dem Typen in der Mitte? Der ist nur hier wegen der Kaffeemaschine. Kaffeemaschine? Was für eine Kaffeemaschine? Aber wir brauchen uns überhaupt keine Sorgen machen. Du bist ja schließlich nicht mehr lange Bürgermeister. Wir haben schon zu viel verraten, Jungs. Abfahrt im Gänsemarsch. Und Marsch. 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 Moment mal, was meint er denn bitte mit, ich bin nicht mehr lange Bürgermeister? John, was hat das zu bedeuten? Also es könnte bedeuten, dass deine Wahlperiode bald zu Ende geht oder dass sie irgendwas Gemeines vorhaben. Etwas Gemeines? Das muss ich unbedingt verhindern. Wie soll ich das denn machen? Oh, da habe ich eine perfekte Idee. Hier haben wir die verschiedensten Klamotten. Du kannst dich als Zivilist verkleiden und versuchen herauszufinden, was die Typen vorhaben. Du meinst, ich soll mich ins Kreuzfeuer begeben? Das ist eine super Idee. Das machen wir sofort. Perücken und Klamotten, das kriege ich schon hin. Oh, oui, oui. Nun bin ich der Franzose Baguette Croissant. Wer sind Sie und was machen Sie im Rathaus? Ach, John, erkennst du mich denn nicht? Ich bin's natürlich, der Bürgermeister. Mit einem gefälschten Schnurrbart. Wow, richtig gute Verkleidung, nicht wahr? Wow, das ist ja verblüffend. Alles klar, ich bedanke mich mal bei dir für den richtig guten Tipp. Und jetzt werde ich rausgehen und unter das zivile Volk. Yeah! Oh Gott, der macht das Ganze wirklich. Umso besser, dann kann ich bald nämlich Bürgermeister sein. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier alles so machen können. Ein Eindringling! Heia! Alice, was soll das denn bitte? Was hast du gerade im Rathaus gemacht und warum hast du diesen komischen Schnurrbart an? Alice, ich bin's. Cedric, der Bürgermeister. Hallo. Was? Cedric? Wie ist das denn bitte möglich? Du hattest doch noch nie Bartwuchs gehabt. Also erstens, hey. Und zweitens, das ist meine Verkleidung, bei der ich herausfinden muss, was die bösen drei Typen vorhaben. Böse Typen? Oh, die sind genau mein Spezialgebiet. Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Nein, das Ganze muss ich anonym machen, in Zivil, verstehst du? Also geh mal kurz rein und warte auf irgendwas, wenn ich dir sage, dass du irgendwas tun sollst. Alles klar, das werde ich machen. Ah, perfekt. Alice ist so eine Gute. Sie tut immer genau das, was man ihr sagt. Aber trotzdem gehört es zu meiner wichtigsten Aufgabe, ihn zu beschützen. Was hast du vor? Lalalala, ich bin überhaupt kein Bürgermeister und ich laufe hier nur durch die Straße. Anti-City-Club? Was ist das denn? Was heißt denn bitte Anti-City-Club? Moment mal, warte, kein Cedric? Pizzeria, Cedric-Verbot? Cedric raus? Was ist denn hier los? Da sind die drei. Oh mein Gott, es gibt wohl scheinbar einen Club in Brookhaven, der irgendwie gegen mich ist oder so. Okay, das kriegen wir schon hin. Ich muss einfach ein bisschen französisch sein und niemand wird jemals verdächtigen, dass ich das bin. Okay, hallo meine lieben Mitmenschen und Mitbürger, wie geht es euch? Was ist denn das für ein Typ? Wenn ihr mich fragt, sieht er ein bisschen aus wie der Bürgermeister. Oh no, das ist ein sehr netter Mensch. Ich erkenne an seine Schnurrbart. Qu'est-ce que c'est? Ah, so natürlich, meine Schnurrbart. Ah ja, das ist Eine Zeichen von die Freudigkeit von mir. Leute, ich habe gehört, ihr seid gegen den Bürgermeister. Was? Nein! Kurze Frage, wenn wir das geheim halten wollten, warum haben wir dann eigentlich so ein fettes Schild vor der Tür, wo Anti-City-Club draufsteht? Oh, ja, gutes Argument. Dann, ja. Oh, ich bin nicht der Bürgermeister, aber ich hasse den Bürgermeister richtig heftig. Das bedeutet, wir müssen einen Plan entwickeln, um den Bürgermeister fertig zu machen. Und ihn für immer aus Brookhaven zu verbannen. Oh, im Ernst? Das ist genau das, was wir vorhaben. Seid ihr sicher, dass wir irgendeinen angelaufenen Franzosen in unseren Geheimplan einweihen wollen? Natürlich, was kann schon schiefgehen? Ich meine, er hat einen Schnurrbart. Na schön, du siehst sehr nett und absolut nicht wie der Bürgermeister aus. Deswegen werde ich dir unseren Geheimplan zeigen. Oh, mon Dieu. Okay, na dann lass uns sofort losgehen. Oh, ich werde euch noch dran kriegen. Warum habe ich das auf Französisch gesagt? Ich habe keine Ahnung. Okay, let's go.
Wo müssen wir denn lang? Oh, hier in die Keller. Oh, in die Keller. Hier sind ganz viele alte Bücher. Ich liebe alte Bücher. Schmecken sehr gut. Ja, genau. Was? Nein, das sind überhaupt keine Bücher. Das sind alles geheime Schalter, um den Eingang zur Basis zu öffnen. Geheime Basis? Wow. Oh, das ist ja der Wahr. Hallo? Kommen Sie noch rein? Okay, sehr gut. Was ist das? Der Anti-City-Club. Oh. Also, die wichtigsten Daten, die wir rausgefunden haben. Unser größtes Problem wird die Sicherheitschefin von Cedric sein. Sie ist unerbittlich, unermüdlich und unwiderstehlich. Oh, ja, ich verstehe. Sie ist schon sehr hübsch, aber ist das nicht... heute nur Anti-Cedric-Pizza mit extra Zwiebeln? Ich hasse Zwiebeln. Moment mal, hast du gerade gesagt, dass du Zwiebeln hast? Ich kenne nur einen, der Zwiebeln hasst. Und das ist... Der Bürgermeister Cedric, ganz genau. Wir nutzen seine Schwäche für Zwiebeln aus und werden ihn eine verzwiebelte Zwiebel anbieten, die er essen muss. Und dann wird er nicht mehr leben. Was macht er da? Ich glaube, er lacht. Das ist bei den Franzosen halt so, dass die das H nicht aussprechen können. Oh, oui, oui, ihr habt gut verstanden. Ganz kurz. Ich muss mit dir kurz sprechen, ja? Ich habe etwas sehr, sehr Wichtiges dir zu verraten. Was denn genau? Oh, mon Dieu, es geht um die hübsche Sicherheitschefin Alice. Oh, ja, da bin ich natürlich dabei. Okay, komm mit. Ich habe dir eine ganz, ganz wichtige Sache zu sagen. Sehr, sehr wichtig. Hör mal zu. Was ist denn? Haha, ich bin es. Was, der Bürgermeister? Ganz recht. Ich bin der Bürgermeister und du bist nichts weiter als ein Dosenöffner. Was? Sagtest du gerade... Hey, Jungs, ich glaube, mit dem Typen ist irgendwas nicht in Ordnung. Oh nein, hat schon wieder irgendjemand das Wort Dosenöffner gesagt? Was? Dosenöffner? Dosenöffner Overload. Oh mein Gott, ich glaube, wir haben ihn kaputt gemacht. Das war zu viel Dosenöffner für ihn. Nun gut, ist ja gar kein Problem. Ich werde der Anführer sein von euch. Und ich werde euch leiten gegen den bösen Cedric. Los geht es, Angriff! Kommt ihr mit? Ja, Angriff! Also dann folgt mir in den Rathaus. Wuhu! Oh ja, okay, Moment ganz kurz. Ich muss ganz kurz Pipi-Pause machen. So, ich bin gleich wieder da. Lauft ihr schon mal weiter zu dem Rathaus. Okay, ich muss ganz schnell anrufen. Hey, John, hörst du mich? Ah, Herr Bürgermeister, wie läuft's denn? Pass auf, ich werde gleich einen Angriff auf den Bürgermeister starten. Wir werden ihn fertig machen. Aber du bist doch der Bürgermeister. Dann alarmier die Polizei und wartet auf uns, ja? Wir werden diese Typen kriegen, okay? Okay, kein Problem. Nun gut, perfekt, alles klar. So, die sind wirklich schon weitergelaufen. Das habe ich einfach nur so vor mich hingesagt. Naja, egal. Also dann, Leute, ich bin da und jetzt können wir einen Angriff starten. Warte mal, seit wann sprichst du kein Französisch mehr? Ach, das ist doch völlig unwichtig, denn jetzt werdet ihr verhaftet, Jungs. Moment mal, jetzt verstehe ich gar nicht mehr. Oh, es ist ganz einfach. Ihr müsst jetzt einfach die Hände hochnehmen, denn ihr seid verhaftet. Das hast du toll gemacht, John. John? John? Oh, Cedric, hast du wirklich geglaubt, der liebe John tanzt die ganze Zeit nur noch deiner Pfeife? Ich will der Bürgermeister werden. Und deswegen habe ich dich zur Ablenkung auf diese Vollpfosten gehetzt. Hey, Moment mal. Ich bin keine Vollpfostin. Der Typ ist eine Vollpfostin. Was? Nein. Unser Anführer ist ein Vollpfosten. Moment mal. Das habe ich gehört. Oh nein, nicht der Dosenöffner schon wieder. Aber John, ich dachte, ich könnte dir vertrauen. Du, wir waren doch beste Freunde. Oh, keine Sorge, Cedric. Es gibt niemanden, der das jetzt noch aufhalten kann. Der verhindern kann, dass ich, der größte und beste Bürgermeister von ganz Brookhaven... Da habt ihr eure Rechnung noch nicht mit mir gemacht. Fräulein, wir sind hinter dir. Ja, hoppla. Ach, Alice, gib's auf, du hast keine Chance. Wie willst du denn jemals hinter den drei... Puh, das war einfacher als gedacht. Oh, was für eine Traumfrau. Voila.